Herzlich willkommen, meine werten Freunde, zur nächsten Runde und vorletzten Runde in der Saison bei F1 2014. Ja, wir sind in Brasilien und fahren um einen Vertrag bei Red Bull fürs nächste Jahr. So viel steht schon mal fest und dafür müssen wir heute speziell Daniel Ricciardo wieder schlagen. Was, ja, laut Training möglich ist. Ob es natürlich auch wirklich passiert, werden wir erst sehen, wenn das Rennen und so weiter passiert ist. Erstmal müssen wir uns jetzt für Q2 qualifizieren. Und das fängt schon mal damit an, dass wir jetzt hier in Q1 eine vernünftige Zeit auf die Strecke legen. Kwiat momentan auf Platz 1. Jetzt geht es runter ins S, wo ich gleich mal den Eingang schon mal gleich komplett verpasst habe. Was mir im Training nicht einmal passiert ist, aber jetzt in der Qualifikation gleich auf Andy passiert. Und so wie es aussieht, bekommen wir gleich mal wieder Verkehr von vorne, weil da irgendwelche Leute langsam fahren müssen. Ja, da kam die halt auch zurecht raus. Ich glaube, hier ist fast sogar noch besser, wenn man noch eine zweite Runde hinten ranhängt. Einfach auch, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil die Runde ist zu kurz. Man sieht ja, man hat irgendwie sehr, sehr viel Verkehr vor einen. Rosberg fährt eine 1.15.5, wir fahren eine 1.15.9. Und Vettel ist auf jeden Fall vor uns noch. Ja, da muss man die KI mal ein bisschen verbessern, dass die nicht unbedingt nach dem ersten Sektor sofort irgendwie vom Gas gehen. Okay, naja, gut. Ja, das sollte eigentlich ausreichen. Das haben wir dann nämlich abgekürzt und dann von daher wäre die Runde eh so ungültig gewesen. Aber mit einer 1.15.9 kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut leben. Und das sollte auf jeden Fall machbar sein für Q2. Weil ich glaube, die Runde war sogar auf Anhieb jetzt sogar noch schneller als die vom Training. Da bin ich, glaube ich, irgendwas eine 1.15.9, nee, 1.16er gefahren. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, 1.16.3 bin ich da gefahren. Und ja, jetzt nochmal 4 Zehntel auf jeden Fall schneller. Ricciardo ist auf der 6, Button auf der 12. Und raus sind Sutil, Grosjean, Gutierrez, Bianchi, Chilton und Eriksson. Und überraschenderweise Kobayashi in Q2. Aber ich glaube, weiter geht's auch für den KTM-Piloten nicht. Und was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben heute mal endlich ein komplett trockenes Wochenende. Hat mir auch noch nicht so wirklich häufig. Denn Codemaster scheint speziell in F1 2014 den Regen zu lieben. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Hallo. So, jetzt lassen wir wieder ein bisschen Zeit vorlaufen. Um auch mal ein paar vernünftige Zeiten schon mal auf den Parcours zu haben. 1.15.4 von Rosberg. Das ist ja gleich mal eine Hammerzeit. Und wir haben wieder einmal Verkehr vor einem von uns. Ja, das bin ich. Ich hoffe mal, die Topspeed reicht trotzdem noch aus. Ja,
sollte eigentlich passen von der Topspeed her. Ja, mit dem Nebenreifen läuft das schon mal ein bisschen besser. Es wirkt zumindest ein bisschen angenehmer. Rosberg war auf jeden Fall da die Bergaufpassage nicht wirklich gerade wie vorteilhaft positioniert. Aber wir sind laut Zwischenzeiten noch immer auf einer persönlichen Bestzeit unterwegs. Oder auf einer absoluten Bestzeit sogar. 1:15.446, ja, und da sind wir 42 Tausendstel vor Rosberg. Na, wenn das mal nicht eine vernünftige Zeit ist, ich glaube, auf der können wir aufbauen. So, dann simulieren wir mal bis zum Ende jetzt. Hamilton mal jetzt mal ein bisschen schneller, 1:15.2. Und Buttons war momentan auf der 11, also der wäre ganz knapp nicht dabei. Und so scheint es auch zu sein. Also Button raus auf der 11. Wir momentan Dritter, Ricciardo Sechster. Okay, gut. Dann wollen wir gleich mal gucken, was so in Q3 für uns möglich ist. Ich glaube... Ah, Platz 1, glaube ich, wird ganz, ganz schwer. Da müsste schon ein Wunder passieren. Zumindest ein kleines Wunder. Also auf die Strecke rausfahren. Ich glaube, ich bin auch zu ziemlich mit der Letzte jetzt, der gerade auf die Strecke rauf geht. Nee, doch nicht. Da ist noch ein Ferrari. Jetzt bin ich aber der Letzte. Ist noch ein Force India Front. Ja, müsste wahrscheinlich den Hülkenberg, würde ich mal sagen, sein. So, wir können natürlich theoretisch gesehen bei der kurzen Rundenzeit, dass man, könnte man sogar zwei schnelle Runden fahren. Speziell da wir auch noch nicht mal mit den Reifensatz hier fahren müssen unbedingt. Weil wir starten ja mit den aus Q2. Ricciardo ist der Erste, der auf eine schnelle Runde geht. Ich werde der Letzte sein. Längste Vollgasanteil hier in der gesamten Saison. Jetzt, wo noch keine Zeiten gefahren sind, sind wir natürlich noch am schnellsten.
Damit eine 1:14,5. Das ist schon eine Hammerzeit. Ich habe jetzt 13. Rückstand nach dem zweiten Sektor. Alles immer probieren, auch wenn es, glaube ich, nicht reichen wird durch den Dreck jetzt auf den Reifen. Mit dem verbessere ich sogar nochmal. Und bei mir nicht. Nee, da ist eindeutig zu viel Dreck auf den Reifen gewesen für den Mittelsektor. Aber okay, momentan Platz 3 hinter den beiden Mercedes platziert. Das würde ich mal sagen, ist ja gar nicht so schlecht. Können wir uns also jetzt darauf konzentrieren, den zweiten Run zu fahren. Ich würde sogar noch einen dritten Run fahren, wenn ich möchte. Ich glaube, dafür wird sogar die Zeit fast sogar ausreichen, nochmal einen dritten Run zu fahren. Oder? Na, 3x4 Minuten? 12? Ja, ja, ja. Ah, könnte schwierig sein. Ich glaube, wir fahren bloß noch einen Run, lassen die Zeit einfach mal ein bisschen runterstreichen. Bis dahin. Oh, fährt es sogar bloß 2000 langsamer als wir. Auf die Runde, fliegende Runde. Wir könnten hier nach sogar noch eine Runde fahren, zur Not. Kurve 1 hat schon mal gar nicht gepasst. Okay, Sektor 1 sind schon mal 2, nee, 13 sogar. Dann fahren wir jetzt mal diese Runde ein bisschen gemächlicher. Und dann probieren wir es einfach nochmal. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was abknabbern können.
Könnte vielleicht noch eine kleine Verbesserung werden mit dem Fettgemisch hier im letzten Sektor, aber ich glaube nicht wirklich mehr. Nee. Ja, Platz 3 wird es am Ende sein. Finde ich, kann man sehr, sehr mit zufrieden sein. Ricciardo, unser Ex-Konkurrent, nur auf der 6. Und ja, gut, da waren da auch nur 2 Zehntel so gesehen von der schnellsten Runde her. Wird also sehr, sehr, sehr knapp. Und ja, wir freuen uns hier auf jeden Fall nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder zum Rennen. Und bis dahin sage ich mal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.